So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar heute die Curry King Spezial Edition. Ja? Ich habe nämlich was im Rewe entdeckt, eine neue Sorte Curry King, da steht zumindest neu dran, ich glaube die kenne ich auch noch nicht, hier Maika Curry King neu Barbecue, kennt ihr Barbecue? Ich kannte es nicht. Da habe ich mir gedacht, die nehme ich mal mit, die probiere ich mal. Und daneben stand auch gleich noch der normale Curry King und der Geflügel Curry King. Jetzt habe ich also dreimal Curry King und dachte mir, weil ich immer so großen Hunger habe, ich werde die einfach alle mal testen, den mal aufmachen, probieren, heute speziell. Und dann mir einen Teller nehmen und einfach alle drei Packungen dann zusammen auf einen Teller pframpfen und mir einen schönen Toast machen. Und das wird heute mein Essen sein. Zum Frühstück, Mittag und Abendbrot gleichzeitig. Das ist bestimmt nicht gesund, aber egal. Müsst ihr ja nicht machen. Ich probiere den jetzt mal mit würzig-rauchiger Soße. Leider sind das halt jetzt nicht so extrem spezielle Sorten, wenn ihr die drei zusammennehmt. Es gibt ja auch noch den Curry King Hawaii mit Ananasstückchen drin. Was ich eigentlich auch sehr interessant fand, es gibt auch diesen Curry King Extra Hot, der jetzt auch richtig cool gewesen wäre. Ich glaube, am besten wäre die Kombination Barbecue, Hawaii und Extra Hot, dass ihr die drei verschiedenen Sachen habt. So haben wir halt normal Geflügel und Barbecue. Die stechen wir jetzt alle an, machen die Sachen hier unten alle ab. Da ist ja überall immer so ein Beutel mit dran. Genau, dieses Currypulver und immer hier noch ein Spießer dabei und hier wieder das Currypulver und ein Spießer dabei und noch ein Currypulver und ein Spießer. Und das Lustige ist, diese Klebchen, die kann man dann nehmen. Adi, du weißt schon, was es ist. Adi, du weißt es. Guck, dann kann man die so beim Adi so da dran tun. Und dann ist er immer, dann guckt er immer so behindert. Und denkt sich so, ah, Hilfe. Und dabei hat er es schon längst abgemacht. Gut, dann gib's wieder her, wenn das gar nicht so lustig ist, wie ich dachte. Im Endeffekt ist das Tierquälerei und deswegen sollte man das eh nicht machen. Ihr habt ja gesehen, wie sehr er gelitten hat. Und ich konnte vom Glück reden, dass er sich gerade noch so befreit hat und nichts Schlimmeres passiert ist. Wir machen die drei jetzt auf jeden Fall warm und dann gucken wir mal. Mit Schwanz. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Haare auf dem Teller. Gut, bis gleich. So, da sind sie auch schon alle drei fertig und ich werde auch zuerst mal das mit dem, ich mache es einfach so von der Reihenfolge auf, wenn der Barbecue in der Mitte steht, dann steht er halt in der Mitte, öffnen also mal das ganz normale, legen das hier oben ab, wir öffnen das Geflügel, legen das daneben, da dürfte ja der Geschmack an sich relativ gleich sein, ich glaube nicht, dass ihr extrem den Unterschied von der Wurst merkt, geschmacklich. Denn die Soße ist eh die gleiche und das meiste vom Geschmack kommt ja dann von der Soße. Jetzt legen wir noch das Barbecue oben drüber. Gut zu erkennen, weil das Barbecue hier eben in einer komplett schwarzen Schale angerichtet wird. Das ist Geflügel, das ist normal, das ist Barbecue. Müssen jetzt noch die ganzen Tütchen eigentlich drüber machen. Die drei Spießer brauche ich eigentlich gar nicht. Ich finde das total schrecklich damit zu essen, weil das dann immer so total holzig schmeckt. Hier mal Spezial Curry. Einmal, zweimal, dreimal hoffentlich. Das ist auf. Genau, machen wir es einfach jetzt hier drüber. Spezial Curry. Falls es nicht scharf genug ist, ich habe hinter mir auch noch diese Flying Goose Chili Soßen rumstehen, aber Chili und Curry ist halt nicht dasselbe. Es soll ja keine Chili-Wurst sein, es soll eine Currywurst sein. Jetzt, wie macht man das denn? Jetzt hängt das alles hier oben am Rand in dem Tütchen rum. Ich hätte das erst alles schön runterschaukeln sollen und erst drauf machen und euch dann präsentieren, wenn es fertig ist, anstatt 10 Minuten hier rumzuwühlen, bis das Pulver überall drauf ist. Adi schmeißt so lange die anderen Verpackungsutensilien runter, habe ich wieder mal gut mitgedacht. Vielleicht hätte ich ihn so lange mal rauspacken sollen, dass er jetzt nicht hier rumrennt. Hier ist bunter Pfeffer drin, kein Curry, sondern bunter Pfeffer. Bin ich mal gespannt, ob der wirklich bunt aussieht. Wie im Kindergarten eine Tüte Swadis. Bunter Pfeffer hier oben drüber. Ja, das sind sogar verschiedenfarbige Krümel drin. Ich sehe grün, ich sehe rot, ich sehe schwarz. Das
sind wir schon bei drei Farben. Schwarz, beste Farbe auf jeden Fall. Irgendwie sieht das Barbecue auch flüssiger aus als der Rest. Wir probieren jetzt einfach ganz normal kurz mal ein Würstchen aus dem ganz normalen Klassiker Curry King. Schmeckt auf jeden Fall gut. Die Wurst ist schön griffig, ja. Das Currypulver knallt rein. Ihr merkt die Schärfe dabei. Ihr habt auch eine süßliche Note von dieser leckeren Tomatensoße, die da drauf ist. Keine Ahnung, jeder, der Currywurst macht, macht meistens einfach Ketchup hin und Currywurst und Currypulver drauf. Aber das ist so eine geniale Soße, finde ich richtig toll. Jetzt nehmen wir hier drüben von dem Geflügel mal. Mal gucken, ob das ein großer Unterschied ist zu dem ersten. Okay, nicht nur, dass das noch irgendwie total kalt ist. Es hat auch irgendwie einen anderen Nachgeschmack. Ich finde, das erste war besser. Das erste, das Original, hat deutlich mehr Geschmack, ist auch fruchtiger insgesamt. Die Wurst hat mir besser gefallen als vom Geflügel, obwohl ich sonst lieber eigentlich Geflügel esse als andere Sachen, weil das immer so schön zart ist. Aber wir haben ja noch unseren Barbecue übrig. Was total komisch ist, weil du auf diesen ganzen Pfefferkörnern rumkaust, rumbeißt. Was irgendwie ein bisschen störend ist, ist natürlich auch kalt. War gar nicht so gute Idee, das alles zusammen zu machen in der Mikrowelle. Was jetzt aber eine gute Idee ist, ist, alles hier zu vereinen auf einem Teller und das dann zusammen zu essen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn was gut ist und was nicht so gut, packst zusammen, dann ist es immer noch okay. Und so können wir jetzt einen schönen, dicken, fetten, großen Teller Maika Curry King XXL speisen. Der Adi hat auch alle drei Dinger runtergeworfen. Alter, ich glaube, das musste alles dann noch ausputzen extra. Toastbrot liegt auch bereit, dass du da schön noch was zum Aufsaugen hast. Schmeiß den Rest jetzt hier einfach drauf. Nochmal hier von dem Barbecue. Da ist ja wichtig, die Soße eben rauszunehmen mit, die natürlich deutlich dunkler ist als die anderen. Die Würstchen sind auf jeden Fall relativ gleich bei dem Barbecue. Die Soße ist natürlich eine rauchige Soße. Ich bin jetzt nicht der größte Barbecue-Fan an sich. Gerade wenn es irgendwo Barbecue-Burger oder Barbecue-Pizza gibt, probiere ich zwar mal, aber es ist nichts, was ich jetzt unbedingt immer wieder brauche. Oder wo ich sage, immer wenn es sowas gibt, brauche ich das. Ich habe andere Vorlieben. Barbecue ist okay ab und zu. Seid ihr Barbecue-Typen? Seid ihr so rauchige Colts? Seid ihr rauchende Colts? Schreibt es mal rein. Guckt euch den Teller an. Der ist jetzt voll. Das sieht doch genial aus, oder? Der wird jetzt gespeist. Ich glaube, dazu wäre gut, noch einen Löffel zu haben. Dass man dann das alles eben schön auf den Löffel packen kann. Adi hat die ganzen Verpackungen unter den Tisch geschoben. Wir können das jetzt mal hier nochmal kurz ein bisschen durchmachen und dann mal versuchen, ob wir drei verschiedene Wurststücke bekommen zum Probieren. Zwei haben wir schon. Hier ist auf jeden Fall Currypulver dran. Das ist hier drüben. Gehen wir da nochmal hin. Drei verschiedene Stücke Wurst, glaube ich. An jedem klebt was anderes. Jetzt könntest du den Teller, so wie er ist, eigentlich auch nochmal reinstellen und nochmal kurz warm machen, wenn dir das so nicht passt. Ich finde, geschmacklich ist es auf jeden Fall okay. Es ist natürlich übelst teuer, wenn du guckst, wie viel jetzt so ein Teller kosten würde. Drei Packungen Curry King auf einen Teller, das so zu speisen. Es gibt im Rewe auch diesen Currywurstsalat, auch mega teuer. Wenn man das selber macht, ist das wahrscheinlich auch was Gutes. Also kombiniert ruhig mal. Mir fehlt jetzt aber ein bisschen die Schärfe. Ich habe jetzt so extrem süßlichen Geschmack. Bisschen das Rauchige, aber die Schärfe bleibt jetzt aus. Das ganze Currypulver ist ein bisschen untergegangen. Das heißt, ich werde mir da wahrscheinlich noch ein bisschen Chili-Soße dann dran machen. Das ein bisschen rummachen, den Toast toasten und dann in Ruhe essen. Barbecue ist okay. Es finde ich gut, dass sie immer mal neue Sorten anbieten, dass sie immer mal neue Wege gehen und was Neues probieren.
wer Barbecue-Fan ist, würde es sicherlich lieben, obwohl ich das mit dem Pfeffer, was oben drauf gepackt war, fand ich etwas störend beim Essen, aber es gibt ja Leute, die stehen mega auf Pfeffer und die lieben das. Gerade wenn sie da drauf rumbeißen können, rumkauen können, ist das einfach denen ihr Ding. Ich finde sowas immer irgendwie störend. Ich fand schon Zwiebelstückchen damals störend in der Tomatensoße von der Oma, ne? Nee, von der Mutter. Die Oma hat ja immer die ganze Zwiebel rein. Die Mutter hat die immer klein geschnitten und du hast immer gedacht, jetzt kommt was Süßes und plötzlich hast du auf der Zwiebel rumgebissen. Ich glaube trotzdem aber, der Original Curry King ist immer noch der beste. Auch nicht der mit Geflügel, sondern einfach der Original. Wer es ein bisschen schärfer mag, natürlich dann extra hot. Und Hawaii ist auch wieder so speziell, hat seine Fans, aber Original Curry King oder extra hot sind die Favoriten. Das war mein kleiner Test. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr schon mal den Barbecue Curry King probiert? Schmeckt er euch? Schmeckt er euch nicht so? Oder greift ihr lieber zu den günstigen Alternativen? Wir haben ja auch hier Currywurst, anders als du denkst, ist ja auch was, was es gibt, was jetzt so ein Trend, so eine Marke ist, was sich durchzieht, die auch im Prinzip so eine griechische Currywurst auch mit Tzatziki-Soße schon angeboten haben wir auch schon mal getestet. Fand ich auch relativ gut, fand ich sehr interessant, aber das hier ist der Klassiker und das ist ein Name, den jeder kennt, Maika Curry King, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.